weitermachen. Kamera ist wieder kalt. Und zwar wollte ich jetzt hier mit euch... wollte ich jetzt hier mit euch über die Fragen reden, die die Lisa mir noch so ganz speziell gestellt hat, weil das noch auf einige Sachen einspricht, die ich auch noch erwähnen wollte. Und zwar fragte Lisa, wie waren deine Arbeitszeiten in der Ausbildung? Das hatte ich ja erwähnt gehabt. Musstest du viel Schulkram machen neben der Arbeit, zum Beispiel Praktikumsmappen oder Hausarbeiten oder sowas? Und nee, sowas mussten wir, also gefühlt für mich fast gar nicht machen. Ja klar, hat man zwischendurch ein bisschen Hausaufgaben auch bekommen, aber immerhin habt ihr eine Woche Zeit, das zu machen. Von daher, keine Ahnung, wenn wir wirklich Hausaufgaben aufbekommen haben, was auch wirklich selten war, dann hat das vielleicht eine halbe Stunde gedauert, wenn überhaupt, und dann waren auch die erledigt. Also das hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Wie war dein Ausbildungsverlauf? Wie oft hattest du Schule? Habe ich ja auch schon erwähnt. Hast du Aufgaben gelernt, wo du vorher dachtest, dass das nicht zum Berufsfeld des Konditor gehörst? Und ob ich Sachen gelernt habe, die ich nicht wusste, dass sie zur Konditorei gehören. Was ich nicht gedacht hätte, was dazu gehört, was auch bei den meisten Leuten nicht so richtig oder in den meisten Betrieben auch nicht so richtig gemacht wird, von daher zählt das nicht so richtig, ist, eigentlich sieht der Ausbildungsplan wohl vor, dass man, ich glaube, 2 Wochen in der gesamten Ausbildung oder einen Monat der kompletten Ausbildung im Service arbeitet und im Verkauf arbeitet. Also ich habe von mehreren gehört, dass die das zum Teil machen mussten oder dass die manchmal im Service ein bisschen aushelfen mussten. Das mussten wir aber gar nicht machen. Wir sind gefragt worden, habt ihr mal Lust runterzukommen? Aber ja, wir waren alle drei relativ scheu, deswegen war das nicht der Fall. Also das ist sowas, wo ich gedacht hätte, ja, wusste ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist einfach, damit man halt wohl auch lernen soll, seine Sachen selber zu verkaufen sozusagen. Also, dass man auch so ein bisschen den Bezug hat, wie man was besser anpreisen kann. Anstatt zu sagen, ja, hier, das ist eine Buttercremetorte, ist voll fettig, ist nicht so gut bekömmlich, kann man dann halt sagen, ja, das ist eine Creme, das ist eine französische Buttercreme, die ist sehr buttrig im Geschmack und die hat ein ganz, ganz zartes Mundgefühl. Die schmeckt den meisten Leuten. Außerdem haben wir da einen ganz zarten Vanillebiskuit drin, anstatt zu sagen, ja, da ist ein Boden, Vanilleboden drin und eine fettige Buttercreme. Halt solche Sachen. Ja, das war halt eins, wo ich gedacht habe, das gehört nicht dazu und wo ich ganz überrascht war am Anfang, aber was naheliegend ist. Hört ihr das? Was ich auch nicht gedacht habe, was wirklich so richtig dazugehört, aber was halt, wie gesagt, naheliegend ist, dass das dazu gehört, ist, dass das lernt ihr in der Berufsschule. Das wollte ich auch eben anmerken. Ihr werdet lernen, wie man vom Ei zur fertigen Torte kommt. Was passieren muss, welcher Teig da drin ist, was im Mehl drin ist, wie das Mehl zusammengesetzt ist, was das für ein Zucker ist, was das für Zuckersorten sind, ob das einfach oder irgendwelche Doppelzucker sind, sowas lernt ihr. Ihr lernt das ganze Verdauungsgedönse so ein bisschen. Was ihr auch lernt, ist halt, wann man Sachertorte sagen darf oder warum man nicht Sachertorte sagen darf, sondern nur Torte Sacherart. Sowas lernt ihr halt alles so, haben wir da Richtlinien zu gesagt? Also sowas lernt ihr auch, dass ihr halt, ihr lernt wirklich gefühlt alles, was ihr über eine Torte wissen müsst. Also wirklich vom ersten Mehlkörnchen, alle Bestandteile, die in der Torte drin sind, sei es Mehl, Zucker, Butter, Eier, was es für lustige Buttersorten gibt und wo der Unterschied zwischen Butterschmalz ist und Süßrahmbutter, halt all so ein Unfug, sowas lernt ihr. Natürlich lernt ihr dann auch, wie das Ei aufgebaut ist und wann das Ei frisch ist und wann das Ei alt ist, wie ihr das bestimmen könnt. Und ihr lernt halt ganz viel über Milch und so einen Unfug. Also sowas werdet ihr komplett lernen und damit rechnen die meisten Leute einfach nicht. Aber das ist auch der Grund, warum ich euch erzählen konnte, wie die verschiedenen Mehltypen zustande kommen. Das lernt man mal in der Ausbildung, das kommt relativ weit am Anfang vor.
Jetzt im Nachhinein finde ich das wahnsinnig interessant. Das meine ich wirklich ernst. Ich finde das super, super interessant. Zu dem Zeitpunkt, als ich das gelernt habe, dachte ich mir aber, ey Leute, erzählt mir hier keinen. Ich will wissen, wie man eine Torte stapelt und nicht, was in dem Mehl drin ist und was passiert, wenn man damit so lange arbeitet. Das hat mich einfach null interessiert, aber das gehört halt auch dazu. Dann lernt ihr, was der Unterschied zwischen einem schweren und einem leichten Hefeteig sind, wie man Plunder touriert, also wie man, ja, wie man Plunderteig macht, wie man Hefeteig macht und wie man Baumkuchen zum Beispiel macht und die verschiedenen Anschlagstechniken, zum Beispiel ein Kessel, zwei Kessel, drei Kessel Masse oder halt alles. Ihr lernt echt alles vom, wie gesagt, vom Mehlkorn bis zur fertigen Torte, bis zum fertigen Backerzeugnis. Was ihr auch lernt, was super wichtig ist, was aber zurückgeht so ein bisschen, einmal was ihr nur wirklich nur noch anschneidet mittlerweile, ist Diabetes. Das ist mittlerweile kein richtiges Thema mehr. Aber das kommt noch so ein bisschen dran. Und Unverträglichkeiten, Laktoseintoleranz und Glutenunverträglichkeit, also Zöliakie zum Beispiel, das werdet ihr auch lernen. Das gehört halt auch dazu, das ist relativ wichtig. Immerhin ist es gefühlt fast allen Sachen, die von der Konditorei kommen, Mehl oder Milch drin oder halt Laktose. Also das werdet ihr auch lernen. Und dann, was denn das, was mir ganz stark hängen geblieben ist? Was ganz lustig war, ist, genau, oder was ihr halt auch noch lernt, ist zum Beispiel verschiedene Fruchtarten und wie es dazu kommt, wie man zu einer kandierten Kirsche kommt und also zu gezuckerten Kirschen, zu eingelegten Dekorkirschen. Nicht diese, die man einfach so isst, sondern die, die so knätschrot sind und auf den Torten immer als Deko sind. Sowas lernt ihr. Also, das wird ganz, ganz stark unterschätzt, was ihr in der Schule eigentlich lernt. Das ist echt, das ist halt wieder dieses, ja, das ist, Konditorei ist nicht nur Schwarzwälder Kirschtorte, Buttercreme und Marzipan. Das ist einfach nicht der Fall. Ihr lernt wirklich, wirklich viel. Und das wird unterschätzt. Also geht auf jeden Fall davon aus, dass ihr eine ganze Menge noch dazu lernen werdet. Was zum Teil super, super interessant ist, weil ich fand das super. Zum Teil aber auch echt so, oh, können wir ein anderes Thema machen, das ist ja furchtbar. Also, aber das ist halt normal. Ich glaube, das ist in jeder Schule so. Sie hatte mich gefragt, habe ich das schon beantwortet? Sie hatte mich gefragt, ob das mit den Hausarbeiten, das hält sich auf jeden Fall im Rahmen. Was ihr aber auch noch nebenbei machen müsst, ist ein Berichtsheft schreiben. Ich würde euch jetzt gerne mein Ziel halten, aber ich hatte das schon in die Backstube mitgenommen, weil ich eigentlich da filmen wollte. Aber das geht auch okay zucki. Vielleicht scanne ich euch auch noch Bilder und zeige euch das mal die Tage auf dem Blog. Ja. Achso, vielleicht so ein bisschen den Ablauf von der Ausbildung kann ich euch noch eben erklären. Also ihr fangt halt ganz normal eure Ausbildung an. Die fängt ja meistens zum 1.8. glaube ich an. Dann müsst ihr noch vom 1.8. bis zum Ende des Jahres irgendwie versuchen, euren Urlaub zu nehmen. Das wird meistens direkt noch in den Herbstferien gemacht. Dann kommt das erste Lehrjahr. Da passiert nicht viel. Und im zweiten Lehrjahr haben die meisten dann so eine Art Lehrgang. Der geht 3 Wochen lang. Da lernt ihr dann zum Beispiel Pralinen und sowas. Das ist ganz, ganz spannend. Das war echt so das Highlight meiner Ausbildung. Das habe ich super, super gerne gemacht. Da geht ihr halt, für mich war das in die Meisterschule nach Köln. Und dann lernt ihr halt alles von der Pike auf, wie man Pralinen herstellt. Super interessant. Profitiere ich heute noch von. Und diesen ganzen Lehrgang kriegt ihr dann im dritten Lehrjahr, ein halbes Jahr vor der Prüfung nochmal, und da lernt ihr dann auch noch mehr. Außerdem ist Ende des zweiten Lehrjahres die Zwischenprüfung. Kommt das hin? Zwischenprüfung, da muss meistens eine Torte gemacht werden und irgendeine Art von Gebäck. Bei mir waren das Eclairs. Der Jahrgang vor uns war, die mussten eine Art Spritzgebäck machen, also das ist immer unterschiedlich. Und dann, ja, die eigentliche Gesellenprüfung hatte ich euch ja schon gezeigt. Es gibt noch so viel zu erzählen, habe ich das Gefühl, aber das Video ist jetzt schon wieder lang genug, von daher kann ich das... Ich glaube, das würde 100 Jahre dauern. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt erstmal dabei. Alles, was ich euch jetzt hier so erzählt habe,
versuche ich in den nächsten Tagen, maximal 2 Wochen, auf den Blog abzutippen, falls ihr da nochmal nachlesen möchtet. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir die bitte unten in die Kommentare, dann versuche ich da auf jeden Fall drauf zurückzukommen, weil ich möchte euch halt in eurer Entscheidung wirklich unterstützen und euch halt so viel Einblick geben, wie ich nur kann, um wenn euch das hilft, eure Karriereentscheidung zu treffen, was ihr machen möchtet. Und nachher immer her mit den Fragen. Ich habe zwar schon so viele gefühlt 1000 Mal gehört, ich beantworte sie euch trotzdem immer wieder gerne. Also keine Hemmungen, fragt mich bitte. Dafür bin ich da. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns demnächst wiedersehen. Ihr wisst ja, dass ich diesen zweiten Kanal hier eher sporadisch benutze, um irgendwas hochzuladen. Das war aber auch, also mein Plan war nie, hier regelmäßig hochzuladen, sondern das ist eher mein Kanal für entspanntere Sachen, für etwas unwichtigere Sachen sozusagen. Von daher nimmt es mir nicht böse, wenn es hier meistens relativ ruhig ist. Es ist einfach, dafür war der Kanal gedacht und ja. Okay, ansonsten dann hoffe ich, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Ja, vielleicht ist es noch interessant, wenn ihr auf meinen Kanal oder auf meinen Instagram geht oder auf meinen Facebook geht. Unter den Bildern, die ich als letztes gepostet habe, da sieht man mein Prüfungszeugnis. Da habe ich halt gefragt, nach den Meinungen und Erfahrungen gefragt. Und da könnt ihr auch nochmal nachlesen, was die Leute da so geschrieben haben. Ich finde, das ist relativ interessant und noch bestärkt nochmal das, was ich geschrieben habe. Von daher, ja. Okay, jetzt lasse ich euch gehen. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!